Wie digitale Partizipation konkret in der kommunalen Jugendarbeit funktionieren kann, zeigt die Webvideoreihe von Jugend beteiligen jetzt. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Heute: Wie digital sollte Jugendbeteiligung sein? Es gibt viele gute Beispiele, wie digitale Medien in Jugendbeteiligungsprojekten sinnvoll eingebunden werden können. Über soziale Netzwerke äußern Jugendliche ihre Wünsche für ein neues Jugendzentrum in ihrem Kiez. Oder bei einer digitalen Rallye erkunden Jugendliche ihre Umgebung und geben Erwachsenen Anregungen, was man verbessern kann. Die aktuelle Folge geht der Frage nach, wie digital Jugendbeteiligung überhaupt sein muss, um Partizipation von Jugendlichen zu fördern. Zunächst wird gezeigt, was überhaupt für digitale Medien in Jugendbeteiligungsprojekten spricht. Darüber hinaus werden mögliche Berührungsängste bei Ihnen oder Kooperationspartnern thematisiert. Dabei werden mögliche Fallstricke benannt und Tipps gegeben, wie man diesen begegnen kann. Ob neben traditionellen Methoden das Digitale immer die richtige Wahl ist? Sehen Sie selbst, was Fachleute digitaler Jugendbeteiligung dazu sagen. Das ist Angelika Beranek. Sie ist Professorin für Medienbildung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Sie vermittelt Studierenden der sozialen Arbeit unter anderem, wie digitale Jugendbeteiligungsprojekte umzusetzen sind. Sie war einige Jahre als Medienpädagogin in einem kommunalen Jugendzentrum tätig und dort an der Digitalisierung des städtischen Jugendforums beteiligt. Ihre persönliche Empfehlung bezüglich digitaler Jugendbeteiligung ist, vorhandene und gängige Tools der Jugendlichen zu nutzen, zum Beispiel Snapchat und Instagram. Aus ihrer Sicht ist das größte No-Go in der digitalen Jugendbeteiligung, wenn die Jugendlichen nicht ernst genommen werden und sie nur pro forma beteiligt werden, damit es in der Presse schön aussieht. Sebastian Ring ist Medienpädagoge am Medienzentrum München des JFF, Institut für Medienpädagogik. Der studierte Sozialpädagoge arbeitet seit vielen Jahren in verschiedenen medienpädagogischen Projekten. Ein Schwerpunkt ist die digitale Jugendbeteiligung. Auch er empfiehlt, die Kommunikationskanäle der Jugendlichen in Beteiligungsprojekten zu nutzen. Symbolische Beteiligung ist für ihn ein absolutes No-Go. Jugendbeteiligung geht sowohl online als auch offline. Was aber spricht denn nun genau dafür, digitale Medien in Jugendbeteiligungsprojekte einzubinden? Gerade Social Media bietet da schöne Möglichkeiten. Es ist einfach angenehmer, die relevanten Informationen zu einem Projekt in einem kleinen Clip sich anzuschauen, zum Beispiel, wenn man im Bus sitzt oder so, als im Gegensatz dazu, sich einen langen Text durchlesen zu müssen. Und gleichzeitig können Informationen sehr leicht geteilt werden, auch im Freundeskreis. Und wenn es die Möglichkeit gibt oder den Bedarf gibt, auch einen Rückkanal zu ermöglichen, können die Beteiligten auch eben gleich ihre Kommentare dazu einbringen oder ihre Meinungen sagen. Ein weiterer Vorteil von digitalen Medien ist, dass man Beteiligungsprojekte auch orts- und zeitunabhängig organisieren kann. Zweiter Punkt ist, dass digitale Medien ganz schöne Werkzeuge und Tools zur Verfügung stellen, um sich mit Themen von Beteiligungsprojekten kreativ auseinanderzusetzen. Digitale Jugendbeteiligung unterscheidet sich insofern von Offline-Jugendbeteiligung, dass man einfach schneller eine größere Zielgruppe erreichen kann. Das heißt, man kann, wenn man zum Beispiel eine neue Skateanlage plant, nicht nur die Jugendlichen erreichen, die mit dem Skateboard durch die Stadt fahren oder die eben ein Jugendzentrum besuchen, sondern man kann über diverse Online-Foren, über Facebook-Gruppen, über WhatsApp und Snapchat, Instagram natürlich auch andere Jugendliche erreichen, die sich einfach für das Thema Skaten interessieren, und kann mit ihnen in Kontakt kommen und kann sie eben auf ganz unterschiedlichen Stufen auch beteiligen. Man kann sie einfach nur befragen, was noch keine echte Beteiligung ist, aber auch schon hilft. Man kann mit ihnen dann aber auch Sachen weiterentwickeln und kann so einfach ein größeres Publikum mit einbeziehen in so eine Entwicklung. Zum anderen kann man engagierte Jugendliche, die man einmal in einem Projekt hatte, auch relativ schnell wieder aktivieren für andere Projekte, kann sie so als Multiplikatoren nutzen und kann sie eben auch immer mit einbeziehen, und zwar von Anfang an in diese Prozesse, weil sie einfach leichter und schneller erreichbar sind. Digitale Medien gehören selbstverständlich in Jugendbeteiligungsprojekte, denn sie können in der Jugendarbeit Beteiligungsprozesse sinnvoll unterstützen. Außerdem werden sie dadurch niedrigschwelliger und leichter durchführbar. Gerade wenn man bisher wenig mit digitalen Medien gearbeitet hat, liegt es nahe, dass man unsicher ist, diese in die eigene Arbeit zu integrieren. Wie können mögliche Berührungsängste gegenüber digitalen Medien abgebaut werden?
Wenn man als Fachkraft Berührungsängste hat, mit digitalen Medien zu arbeiten, weil man zum Beispiel denkt, man kennt sich nicht gut genug damit aus, dann ist es ganz sinnvoll, einfach Kinder und Jugendliche schon in den Beteiligungsprozess mit einzubeziehen. Kinder und Jugendliche kennen sich mit den Medien, die sie nutzen, extrem gut aus. Und wenn man im gemeinsamen Dialog ist und sie an der Seite hat und als Multiplikatoren nutzt, dann kann da eigentlich nicht mehr so viel schiefgehen. Wenn man sich da nicht so richtig rantraut, weil man das Gefühl hat, man kennt sich nicht gut mit Netzkultur aus oder mit digitalen Tools aus, dann ist es eigentlich immer hilfreich, sich da versierte Partner ins Boot zu holen. Es gibt bestimmt in jeder Gemeinde oder in jeder Region Medienzentren, medienpädagogische Fachkräfte, aber eben auch ganz zentral Jugendliche, die ein Interesse haben, sich zu beteiligen. Wenn man also Jugendliche selbst oder andere Personen, die versiert sind, mit ins Boot holt, kann das Verunsicherungen abbauen. Was ist aber zu tun, wenn Berührungsängste bei beteiligten Projektpartnern vorhanden sind? Wenn man jetzt feststellt, dass Kooperationspartner Ängste haben und nicht so genau wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich mit digitalen Medien in der Jugendbeteiligung machen, dann hilft es auch, vorhandene Projekte hinzuweisen und ihnen zu zeigen, was es denn alles schon gibt und wie digitale Medien eingesetzt würden, um hier ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen. Zum Beispiel ist auf der Webseite von Jugendbeteiligen jetzt unter Gute Praxis einiges zu finden. Dort kann man schon mal schauen, was es gibt und wie das Ganze eben gelungen ist und wo auch die Vorteile der digitalen Medien liegen. Ein Anfang ist gemacht. Dank der Hilfe von Jugendlichen und von anderen Beteiligten steht der Nutzung digitaler Medien für Beteiligungsprozesse nichts mehr im Weg. Aber ist es damit getan? Welche Fallstricke gibt es in Projekten der digitalen Jugendbeteiligung und wie kann man diesen begegnen? Das, was einem immer bei Beteiligungsprojekten passieren kann, ist, dass sich keiner beteiligt. Egal wie gut man arbeitet, egal wie viel man versucht, irgendwie beteiligt sich keiner. Das kann immer passieren, das ist auch relativ normal, wenn es sich zum Beispiel um ein Thema handelt, wo die Jugendlichen sagen, hey, das interessiert mich gar nicht, warum soll ich mich da irgendwie beteiligen? Das heißt aber nicht, dass man aufgeben sollte, sondern beim nächsten Projekt sollte man das einfach wieder versuchen. Aber man wird nicht immer für alles Leute finden, die eben auch Lust haben, sich zu beteiligen. Jetzt wird oft das Bedenken geäußert, dass da eine ruppige Diskussionskultur herrscht und dass man Shitstorms befürchtet. Das kann natürlich passieren, aber in der Regel, so meine Erfahrung, diskutieren die Leute schon eigentlich sehr sachorientiert und da darf man sich nicht davon abschrecken lassen. Also im Gegenteil muss man vielleicht ein bisschen schauen, dass man auch die Eigenheiten von so Netzkommunikation einfach gut beachtet. Also einfach bildhaft kommunizieren, möglichst mit visuellem und bewegtem Content und auch persönlich sein in der Ansprache. Ob Fallstricke oder Stolpersteine, es gibt einige Hürden bei der Nutzung digitaler Medien, die nur zum Teil umgangen werden können. Auf bewährte Offline-Prozesse muss aber nicht unbedingt verzichtet werden. Ist digital immer die richtige Wahl? Wichtig ist, dass man online und offline clever verknüpft. Man braucht schon auch Anlaufstellen und Orte, an denen man sich treffen kann und die auch Anreize setzen, bei denen man Spaß haben kann, bei denen man sich gerne aufhält. Gleichzeitig auch die Gelegenheit hat, Menschen kennenzulernen, die jetzt in einem Projekt irgendwie relevant sind. Besonders gut bieten sich Online-Beteiligungsmöglichkeiten an, um zum Beispiel auf Kampagnen überhaupt aufmerksam zu machen, um Beteiligungsmöglichkeiten bekannt zu machen, um Umfragen zu machen, um kleine Sachen festzustellen. Zur Nachbearbeitung oder wenn man ein Projekt schon relativ fix gemacht hat, dann sind auch wieder Online-Tools ganz gut, um Sachen, die feststehen, nochmal anders zu diskutieren. Aber ein Mix von beiden Methoden ist eigentlich immer anzuraten. Offline alleine ist vielleicht ein bisschen zu verkürzt, wenn man viele Möglichkeiten verschenkt. Online alleine hat oft vielleicht weniger diese Rückbindung an dann konkrete Orte und Situationen. Also eine Mischung aus beiden ist da ganz hilfreich. Offline-Methoden sind trotz des Potenzials digitaler Instrumente also weiterhin wichtig. Muss Jugendbeteiligung in der digitalisierten Gesellschaft dennoch anders gedacht werden? Angelika Beranek und Sebastian Ring sind sich einig.
Wir machen eigentlich das, was wir immer gemacht haben. Wir schauen, wo sind die Jugendlichen, was mögen sie, welche Themen beschäftigen die Jugendlichen und dementsprechend auch, wie kann man sie ansprechen. Natürlich verändert sich die Gesellschaft, dadurch verändern sich auch die Kanäle und die Art und Weise, wie wir mit Kindern und Jugendlichen kommunizieren. Aber die Lebensweltorientierung stand schon immer im Mittelpunkt und wird auch immer im Mittelpunkt stehen. Das heißt eben Themen, Projekte, Tools dort anzusetzen, wo Jugendliche sind, die Themen aufzugreifen, die Jugendliche haben, das Ganze auch entsprechend offen zu gestalten, das heißt bei Projekten nicht immer nur zu sagen, so ich habe jetzt ein gezieltes Projekt und daran möchte ich die Jugendlichen beteiligen, sondern sie eben auch regelmäßig einfach zu fragen, habt ihr denn Themen, die euch auf dem Herzen brennen, wo ihr sagt, da würden wir gerne mal was dazu machen und diese Themen dann eben aufzunehmen. Wenn man digitale Beteiligungsprojekte durchführt, ist es ganz wichtig, den Jugendlichen zu sagen, welchen Grad der Beteiligung sie denn in diesem Projekt erreichen können. Das heißt, werden sie nur befragt, werden sie wirklich mit einbezogen? Was passiert denn mit dem, was sie in diesem Projekt von sich geben, was passiert mit dem Engagement, das sie in dieses Projekt reinstecken? Viele Ziele von Beteiligungsverfahren und auch rechtliche Grundlagen davon haben sich ja in den letzten Jahrzehnten gar nicht so sehr verändert. Was schon neu ist und hat sich eine kleine Revolution vollzogen, ist die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren können. Digitale Medien allein können eine lebendige Beteiligungskultur im Alltag von Jugendlichen nicht fördern. Ebenso wichtig sind laut Angelika Beranek und Sebastian Ring persönliche Begegnungen. Wie digital Jugendbeteiligung genau sein muss, hängt letztlich von jedem einzelnen Projekt ab. Entscheidend ist, wie sicher Sie sich mit den verschiedenen Tools fühlen, ob diese die Inhalte und Ziele sinnvoll unterstützen und ob sie zu Ihrer Zielgruppe passen. Sinnvoll sind digitale Medien besonders, um Jugendliche überhaupt erst einmal auf Beteiligungsprojekte aufmerksam zu machen und sie für eine Teilnahme zu interessieren. Mit welchen Mitteln man Jugendliche in der praktischen Arbeit zu mehr Beteiligung motivieren kann, erfahren Sie in der nächsten Folge. Sie haben den Überblick verloren? Mit der interaktiven Navigation klicken Sie sich schnell zum Thema Ihrer Wahl mit den passenden Antworten auf Ihre Fragen.